Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man die Türverkleidung bei einer A-Klasse 169er Karosserie ausbaut. Bei mir war die Zentralverriegelung kaputt, und zwar, das war so eine kleine Federchen wie diese, die war kaputt, und stattdessen habe ich eine andere Feder gekauft für 1,50 Euro. Ich musste dafür die Türverkleidung ausbauen, und ich zeige euch dann, wie das geht. Also zuerst muss man hier erstmal ausbauen, also von oben geht so raus, und dann braucht man so ein Schraubenzieher mit Torx, und zwar 30er ist es. Da geht man an diese zwei Schrauben hier und dann macht man sie raus. Das sind zwei Schrauben. Und für diese Welle, also zeige ich Ihnen besser so, und zwar, das ist bei der 169er, ist es sowas aus Kunststoff, und zwar, da muss man hier mit so einem Schraubenzieher, muss man das hier machen so, und dann macht man hier zur Seite, bis das hier rauskommt. Dann macht man das zweite, auch so nach unten. Und dann kann man das rausnehmen. Also man sieht es hier, wie es aussieht. Besser zeige ich es nochmal in Licht. Und zwar so, also da muss man so machen, dass das rauskommt. Und dann kommt dieses Teil einfach raus. Danach muss man... Und dann hier sind so Kunststoffteile, muss man so einfach durch Druck aufpassen, die können kaputt gehen, wenn die kaputt gehen, dann muss man sie ersetzen, und dann geht es von nach oben, dann muss man das Kabel von der Tür, die Tür aufmacht, rausnehmen. Dann hat man jetzt die Türverkleidung raus. Also hier sind diese Kunststoffteile. Bei mir ist eins kaputt gegangen, die anderen sind noch in Ordnung. Also hier ist eins schon drin. Und da muss man aufpassen, da sind Nieten. Ich musste alle Nieten wegmachen, also kaputt machen. Und an dieser Maschinerie habe ich hier an der Tür also eine kleine Federchen ersetzt, habe ich für 1,50 Euro gekauft, selber hier ersetzt. Und dann habe ich hier neue Nieten reingemacht, und danach wird das wieder hier montiert, und da habe ich also die Zentralverriegelung ersetzt. Ich möchte allen Erfolg wünschen, dass man selber repariert, und alles Gute.